Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück. Heute bekämpfen wir den Papagei. Das ist ein seltsamer Champion. Er besitzt die Fähigkeit der Elementarverschiebung. Wenn er angreift, verändert er seinen Widerstand und eine Schwäche entsprechendes Element seines Angriffs. Das bedeutet, dass er jede Elementarschwäche und jeden Elementarwiderstand haben könnte. Wähle deine Gruppe mit Bedacht. Ja, meine Standard. Welches Level hatte der gerade? Okay, Level 29. Ich dachte, ich hätte 39 gesehen. Ich hatte einen halben Herzinfarkt erstmal. Gerade hast du gar keinen Widerstand, beziehungsweise gar keine Schwäche, ne? Toll, ich will die Rüstungsbruch verpassen und verpasst ihr erstmal Frost. Nice. Autsch. Okay, ich versuch's nochmal. Wasser macht gerade mega viel Schaden. Warum mache ich den Sturm? Warum mache ich nicht den Regen? Bin ich denn komplett behindert? So, Eisspeere. Okay, was für eine Abwehr kriegst du jetzt? Er hat jetzt eine... Oh, das ist ja passend. Schwänze Angriff wird jetzt ultra reinhauen. So, erstmal Hochspannung. So, ich mache extra jetzt erstmal hier... die Luftsiche macht, glaube ich, gerade ein bisschen mehr Schaden. Und dann, jetzt kommt der ultimative Federsturm. Alter, der wird ihn one-hitten. Ich wollte eigentlich zu Psycho wechseln, um ihn zu blenden, aber er hat so gereicht. Sonnenanhänger. Oh, das ist das perfekte Item für Sven. Verleiht bei einem Erhalten eines Buffs ein Schild. Du bist im Hüterritter aufgestiegen. Okay. Jetzt ist die Frage, ist hier jetzt ein neues Biom oder ist hier keins? Auf jeden Fall Ausrüstung... Ey, komm, das Ding brauchst du nicht. Der Sonnenanhänger bringt dir mehr. Doch, hier, Horizontstrand. Wir haben ein neues Biom entdeckt. Nice. Die Monster fahren jetzt hoflos. Was soll das jetzt mir bringen? Okay. Und was bringt mir das jetzt, wenn ich hier Monster zurücklasse? Also hier, ich schenke euch den Troll. Also das ist einfach nur was Optisches. Sehe ich das jetzt richtig? Ich würde generell einmal kurz zur Hüterfestung gern zurück. Hier kann ich doch auch das kriegen, was ich für den Dodo brauche. Eine Kiste nehme ich, ein Level-Up-Zeichen brauche ich eigentlich nicht. Ich werde den Fisch hier wahrscheinlich sehr viel brauchen. Oh, ich sehe Schwens Artgenossen hier wieder. Okay, Feuer und... Blatt brauche ich. Passt. Einfach einen Feuersturm direkt zum Start. Dann kommt Kraft drauf. Und Eissturm.
Oh, er kann auch Kraft Level 3. Na gut, ist ja derselbe wie meiner. Nur hat er die Combo-Heilung offenbar nicht. Autsch! Das tut weh! Ich will jetzt erstmal einen Säurestrom auf euch sehen. So, dann habt ihr wenigstens alle Rüstungsbruch. Ich glaube, ich besser Teamplay auch mal demnächst aus, nachdem ich die Luftfähigkeit geholt habe. So, Eisspeersalbe bitte einmal. So, der Vogel ist weg. Jetzt haben sie keinen Booster mehr. Und die eine Krabbe, die stirbt jetzt so oder so bei dem Angriff von Sunny. Also kann ich ruhig entzünden auf die eine Krabbe machen. Als nächstes bessere ich bei ihnen, glaube ich, die Feuerfähigkeit aus. Und die mache ich dann auch komplett. Weil die brauche ich fast durchgehend. So, Eisspeersalbe. Sagt doch, die sterben bei Sunny. Ein Nukan-Ei. Hast du eine Wasserfähigkeit? Wenn ja, dann kannst du Cthulhu ersetzen. Schnitt. Ja, dich brauche ich eigentlich nicht. Ich kann dasselbe mit den Krallen machen. Dodos! Euch brauche ich. Normales Team, aber Sven ist nur für einmal Kraft da. So. Säuresturm. Ich hoffe, ich kriege ein Dodo-Ei. Das brauche ich ja, um dieses eine antike Viech zu kriegen. So, Eissturm. Die haben auch alle Rüstungsbruch bekommen. Und alle haben jetzt Frost. Nice. Turnier? Autsch. Kniff mag ich nicht. Das sieht so brutal aus. Ja, dich wechsle ich jetzt aus. Maxi, go. So, wieder den Säuresturm. Und die Krabbe kann ich mich gleich kümmern. So, die Vögel sind weg. Jetzt ist nur noch die Krabbe da. So, du zuerst entzünden. Dann ist er auch tot. Weil da kommen eh zigtausend Bonustreffer drauf. Ein Dodo-Ei, jawohl. Ich habe Dreck bekommen. Was gebe ich dir denn? Ja, komm hier, wenn du schon Buffs drauf hast, dann sollst du weniger Schaden kriegen. So, Dodo-Ei öffnen. Ich habe ein Dodo. Was kann der? Oh, der könnte Hoden ersetzen. Ich könnte damit einen neuen Hoden haben. Jetzt ist die Frage, was hat er für Angriffstechniken? Daran entscheide ich jetzt, ob ich den austausche. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er so stark ist. Ich glaube, Hoden ist trotzdem besser. Also ich werde den Dodo nur austauschen. Bei der einen. So, den Kampf mache ich und überspringe ihn für euch. So, Monster tot. Das hat auch überhaupt nicht lange gedauert, tatsächlich. Ob ich dann mit den Drachen oben dran komme? Ja. Seltene Muschel. Damit kann ich bestimmt eins der Strandmonster entwickeln. Ich tippe mal auf die Krabbe. Und ein Schubstein. Sind die verschoben denn gut, die beiden Monster? Göttlicher Schild, unermüdlich. Geringere Mana-Kosten. Nee, würde bei denen jetzt nicht wirklich was bringen.
Hallo. Hey, du schon wieder? Du bist schon am Horizontstrand? Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Weißt du nicht, dass die Monster hier viel stärker sind als die auf dem Gebirgspfad oder in den blauen Höhen? Du wirst stärkere Monster brauchen, wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, die Monster hier zu besiegen. Du kannst dich nicht nur auf deinen Spektralbegleiter verlassen. Das ist es, was einen guten Monsterhunter wirklich ausmacht, weißt du? Ich würde dir lieben gerne zeigen, wie ein starkes Monsterteam aussieht, aber ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Weißt du, es gibt einen alten Mann am Meer, der ein paar erfahrene Monsterhüter für eine Schatzsuche erneuern will. Natürlich hast du nichts davon gehört, weil du nicht ansatzweise qualifiziert bist. Ich mag den Typen einfach nicht. Komm schon, Leonard, es gehört mehr dazu, ein guter Monster zu sein, als nur starke Monster zu haben. Zum Beispiel Bescheidenheit und Fairness. Ich bin mir sicher, dass Shining auch an der Schatzsuche teilnehmen darf. Ich schätze, da ist was dran. In Ordnung, du darfst versuchen, meinem Beispiel zu folgen, Shining. Vielleicht wird dann aus dir auch ein guter Monsterhüter. Das ist nicht wirklich, worauf ich hinaus wollte. Vorwärts, der alte Mann sollte direkt an der Küste sein. Ich mag den Boy nicht. Das ist gefühlt ein zweiter Dave. Wer es nicht ich Bescheid weiß. Dave und ich haben uns zerstritten und... ja. Also... er und ich können uns gegenseitig nicht leiden. Das ist es auch, so bin ich an den Goblin-König übrigens gekommen. Aus den Beutekisten kommen manchmal so Champion-Eier. Deswegen sind die nicht so unpraktisch. Das Problem ist, ich habe schon einen Goblin-König. Und das König-Ei, was ich bekommen hatte, das war sogar hell verschoben. Deswegen hatte ich es damals geöffnet. Einmal hoch, so. Da ist ein neues Monster. Muskelflosse. Also, Sven sollte hier eigentlich gut Schaden machen gleich. Einmal Kraft. Also ich baue hier hauptsächlich Feuer und Hochspannung. Also Wind. Aber trotzdem erst den Säuresturm, immer wegen Rüstungsbruch. Rüstungsbruch auf den drauf zu haben, ist nie verkehrt. So, Frost. Ich muss nicht bedingt mit einer Eisattacke angreifen, dass mein Schaden dadurch höher ist. Die müssen nur Frost an sich drauf haben. Ich finde es toll, dass die mit jedem Angriff einen Salto machen. Jetzt Gewitter! Zack. Wofür habt ihr euch den Buff gegeben? Jawohl. Ich habe nochmal Macht für Sunny drauf bekommen. Er kann das jetzt dann Kante ja zweimal drauf haben. Okay, die Fische, die können echt gar nichts. Die sind ja mega schwach. So, nochmal Gewitter. Ich gehe mal davon aus, ja, die sterben schon an Sturm, deswegen setze ich Sturm zuerst ein. Da kann ich den Federsturm nochmal mit voller Wucht auf die Krabbe semmeln. So, wenn ich jetzt ein Muskelflossenei bekomme, dann öffne ich das auch. Habe ich nicht bekommen, also weiter. Alter Mann am Meer. Na hallo auch, junger Hüter. Was für eine schöne Überraschung. Ich habe gerade auf den Ozean geblickt und in Erinnerung an meine Familiengeschichte geschwelgt. Ich sehe euch an, dass ihr eher Abenteurer seid, die losziehen und ihre eigenen Geschichten schreiben wollen. Aber würdet ihr ein wenig bleiben und mir zuhören? Es könnte sich für euch lohnen. Hallöchen, Shining. Bist du hergekommen, um ein wenig am Strand zu entspannen? Oder hast du auch von der Schatzsuche gehört, die in der Gegend stattfindet? Da hast du richtig gehört. Ich ermutige Monsterhüter, nach einer Schatzhöhle zu suchen. Und ich glaube, dass sie irgendwo tief im Meer versteckt liegt. Aber lass mich das zunächst etwas weiter ausführen, damit du siehst, dass ich mir das nicht nur ausdenke. Einer meiner Vorfahren war tatsächlich ein recht bekannter Pirat. Richtig auf allen Ozeanen der alten Welt. Er lebte vor 300 Jahren und war ebenfalls ein Monsterhüter.
Du fragst dich sicher, wie er berüchtigt in der alten Welt war, obwohl er ein Bewohner der Monsterzuflucht war, nicht? Insbesondere in Anbetracht der Barriere, die uns von der alten Welt trennt und die nur wenige Hüter zu besonderen Anlässen überqueren dürfen. Ich sage dir, mein Vorfahrer hatte ein Schiff, das es ihm erlaubte, die Barriere umgehend zu durchqueren, wann immer er es wollte. Zusammen mit der Tatsache, dass seine gesamte Crew aus Monstern bestand, macht ihn das zum Schrecken der Meere, der alten Welt. Aber irgendwann verstarb er. Die meisten seiner Schätze wurden nie gefunden. Er hat seinen Nachfahren einige Hinweise hinterlassen. Natürlich hat unsere Familie diese Hinweise immer für sich behalten. Nun ja, ich habe entschieden, dass ich sehen möchte, wie die Schätze gefunden werden, bevor meine Zeit gekommen ist. Meine eigenen Kinder haben nicht wirklich Interesse daran. Deswegen heuere ich jeden Hüter an, der neugierig und willensstark genug ist, die Schätze zu finden. Wer weiß, was sich in dieser Schatzhöhle verbergen könnte. Ich weiß mit Sicherheit, dass sich ein Gedenkring dort unten befindet, auf dem die uralten Worte unserer Familie eingegraviert sind. So alt, dass sich tatsächlich niemand in meiner Familie mehr an diese verflixten Worte erinnern kann. Das ist alles, woran ich interessiert bin. Bring mir den Gedenkring. Du kannst alles andere behalten, was du dort unten findest. Wir suchen eigentlich nach Zufluchtsmarken. Einer davon könnte am Horizontstrand versteckt sein. Wenn etwas Seltenes oder irgendeinen Wert hat, kannst du darauf wetten, dass mein Vorfahre es sich genommen und unten in seiner Schatzhöhle versteckt hat. Ich verstehe. Es lohnt sich auf jeden Fall, dem nachzugehen. Wie ich sagte, mein Vorfahre hat uns einige Hinweise hinterlassen. Zum einen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Schatzhöhle irgendwo am Horizontstrand ist. Er hat auch eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen, die ich erst kürzlich komplett entschlüsseln konnte. Sie lautet: Es braucht drei, um den Schlund der Bestie zu betreten. Ich bin sicher, dass der entscheidende Hinweis ist, um den Eingang zur Schatzhöhle zu finden. Oh, wie spannend! Ich bin mir sicher, dass wir den Schatz finden werden. Wir sollten zumindest in der Lage sein, eine dieser Fluchtmarken zu finden. Legen wir los! Wir müssen ein großes Gebiet absuchen. Meine Frauenstimme wird immer besser. Übrigens, da war ein anderer Hüter, der hier durchkam, bevor du angekommen bist. Er war wirklich ehrgeizig und ist schon losgezogen. In Ordnung, klingt nach Spaß. Versuchen wir, den Schatz zu finden. Vielleicht finden wir ihn vor Leonard und Julia. Okay, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.